So sieht es wohl in fast allen Gastrobetrieben in Coswig aus. Leere Parkplätze, leere Gasträume, kaum noch Umsatz. Die Corona-Krise und ihre Folgen sorgte für die Schließung aller Gastronomiebetriebe. Auf eine findige Idee kam Olaf Püschmann vom Forsthaus Coswig, die aber leider nicht lange von Bestand war. Wir sind, oder sagen wir so, ich habe einen Däner angerufen und habe einfach mal einen Chef gefragt, wie es aussieht, ob man dort sich hinstellen könnte. Und der hat sofort ja gesagt. So mit unserem Imbisswagen losgefahren und haben uns dann beim Däner auf den Parkplatz gestellt. Und ja, waren nur 3-4 Tage, das ging richtig gut. Ja, die Krise, das war natürlich eine Sache, was keiner beeinflussen konnte oder was man vorher nicht wissen konnte, das ist ganz klar. Wie soll es weitergehen? Wir müssen jetzt ganz einfach probieren. Also Mittel ranzuholen, deswegen sitze ich auch gerade am Rechner. Wir sind also seit heute, sind ja da Förderprogramme freigeschalten. Wir müssen also versuchen, dort irgendwo Geld herzukriegen, weil ja in der nächsten Zeit nichts gehen wird. Und das ist natürlich schlecht für den Betrieb, aber ja, für die Krise ist es natürlich notwendig. Und ich denke, das muss auch so sein. Und ja, dann werden wir auch leider da mitspielen müssen und müssen jetzt sehen, wie wir da rauskommen. Was habt ihr mit euren Angestellten gemacht, die ihr auch habt? Momentan sind sie noch hier bei mir, aber da müssen wir jetzt gucken, wie wir das machen. Das kann ich auch noch nicht sagen. Das ist also noch eine Sache, was noch offen ist. Wir sind ja gerade in den ersten Zügen und wir werden jetzt schauen, ob wir noch irgendeine Zwischenlösung finden, dass wir was anderes machen können. Mal schauen. Wir haben ja das Glück, dass wir ein Hotel haben. Und im Hotel Monteure dürfen wir noch übernachten. Und da haben wir zum Glück die Firma, die schon seit Jahren bei uns ist und die auch weiterhin momentan ist, heute ist noch nicht angereist, muss selbst kommen, aber normalerweise haben wir also trotzdem noch Übernachtungen. Das ist natürlich ein ganz großes Glück gegenüber vielen anderen. Das Forsthaus Coswig steht ja eigentlich nur exemplarisch in dem Bericht für die ganzen Gaststätten, die es in Coswig gibt. Was glaubst du oder was glauben Sie, was wird das mit der Gastronomie-Gilde machen, wenn hier mehrere Wochen oder vielleicht sogar Monate kein Betrieb möglich ist? Ja, es wird schwierig. Also ich sage mal, wir haben noch das Glück, dass wir noch ein paar Rücklagen haben, dass wir noch ein bisschen über die Zeit drüber kommen könnten und mal sehen, was es für Futtermittel gibt. Aber inwieweit das dann für alle aussehen wird, das wird man schlecht sagen können. Und das, ja, ich kann es nicht sagen, was wird. Also das ist jetzt so eine Sache, was wir schauen müssen. Sollte man sich so einen Kredit holen oder wie steht ihr dazu? Also ich sage erstmal, es wird jeder gastronomische Betrieb bei uns hier darunter zählen, weil jeder Kleinbetrieb, gastronomischer Betrieb, also bis 10 Angestellte, und das wird ja kaum jemand sein, der größer ist hier in Coswig, kann sich das Geld holen oder sollte sich das Geld erholen. Ich bin der Meinung, man sollte es sich auf jeden Fall erstmal holen. Gerade diese Mittel von der SAB, die zur Verfügung gestellt werden in Sachsen, die mit 0% sind, bin ich gerade dabei zu beantragen, sind also Sachen, die man ja nie unbedingt in Angriff nehmen muss, wenn man sie braucht, wenn man sie nicht braucht. Ne? Wenn man sie braucht, sollte man die nehmen. Und ich denke, das ist natürlich eine Sache, was einen unterstützt. Andere Sachen kommen jetzt noch vom Bund. Da soll also da noch was beschlossen werden, dass man also wirklich Geld kriegt, was man gar nicht zurückzahlen braucht. Was also gerade jetzt für Mieten und Pachten oder eben wie bei uns hier für Bankraten mit eintreten muss. Ja, auch das sollte man natürlich unbedingt nehmen, logischerweise. Aber das sind alles Sachen, wo man sich jetzt drum kümmern muss. Also das ist jetzt nicht da getan, dass ich mich jetzt aufs Sofa lege. Nee, im Gegenteil, also man muss also jetzt ganz schön ranklotzen, um hier irgendwelche Sachen zu finden und rauszukriegen. Wie es im Gastgewerbe weitergeht, weiß niemand. Im Forsthaus füllt man jetzt Kreditanträge aus, um für alle Fälle abgesichert zu sein.